Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Fallout 4. Yeah, wir haben im ersten Part gerade so einen Kamikaze, einen Supermutanten Selbstmörder überlebt. Ich habe es nur piepsen gehört und habe gedacht, Scheiße, von woher kommt das jetzt? Und wir haben ihn noch glücklicherweise vorher noch besiegen können, bevor er uns Schaden zufügt. Gut. Wir sind hier auf einer Insel, ganz weit oben im Norden, außerhalb des uns bekannten Commonwealth, und haben hier eine kleine Stadt entdeckt, die unserer Hilfe bedarf. Warum wir hierher gesegelt sind, hierher gekommen sind, ja, schon im ersten Wort segeln, im Doom-Wort segeln, wir suchen ein Mädchen, ein verschwundenes Mädchen, dessen Eltern verzweifelt nach ihr suchen, und wir haben die Spur bis zu dieser Insel hier mal verfolgen können. Und angeblich soll sie hier irgendwo in der Nähe sein. Entschuldigung, bin ich voll auf den Desktop gehüpft. Was wollte ich machen? Ich wollte Karte schauen und verdrücke mich voll. Wir müssen mal da lang. Also hier, Gerberei und so, wir haben ja schon ein paar Örtchen entdeckt, das ist schon mal sehr gut. Das wird uns dann bei künftigen Missionen durchaus behilflich sein, da wir nicht quer durch die Welt laufen müssen. Nicht mehr zu 100%. So. Gut. Oder quer durch die Insel, so ist besser gesagt. Jo, piep, 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 da geht mein Handy wieder ab. Ja! Hm? Was? Hm? Irgendwas hat gerade Hör gemacht. Was bist du da rum? Freund oder Feind? Finsterer Fallensteller. Wird schon wieder geschossen, ne? Hat er gerade wieder auf uns geschossen? Ja, hat er. Scheißlich. Eröffnet das Feuer! Ja, würdest du? Du darfst. Ja. Wieso nicht? Du darfst. Passt. Na, der letzte ist es wahrscheinlich eher nicht. Da ist er schon. Na, sind wir nicht. Definitiv nicht, meine Gute. Wow, jetzt wird ihr da angeschossen. Nochmal, passt. Hallo. Na, jetzt würdest du. Jetzt, Entschuldigung, Edda. Halt, das war zu viel geraubt. Nur die Sachen hier. Ist da noch jemand? Tatsächlich, ich höre irgendjemanden. Da drüben. Mit einem Sauhakel als Hand. Aber jetzt nicht dein Ernst. Fliegt die Rakete in Zeitlupe eher. Wie dramatisch. Die hat da wirklich... Ach so, das war nur... Okay. Das sollte als... Oh, ich bin überladen. Das sollte als Dings gelöst. Als Faustwaffe dienen. So, jetzt habe ich es. Die Faustwaffe. Fleischhaken. Ja, ja. Ich habe Sauhaken gesagt. Das ist bei uns Österreichern der Begriff dafür. Obwohl das Sauhagel eigentlich eine S-Form hat. So. Woher ich das weiß? Ja, ich bin eine Bauerntochter. Ja, früher war das eben so üblich, dass man halt gewisse Dinge zu Hause getan hat. Und ja, das war damals so. Da hat sich auch keiner was dabei gedacht. Und ja, war definitiv nicht meine Lieblingsarbeit. Aber ja. Es musste getan werden. Das war immer so ein Familientreffen und nein, ich gehe nicht näher drauf ein. Aus. So. Ja. Ja, damals ist man so richtig hart aufgewachsen. Jawohl. Da war ja gerade was, oder? Spinn ich. Ja gut, das zweite. Ist okay. Schließe ich mich eurer Meinung an. Ihr wisst aber schon, ne, dass ich solche Sachen wie, also wenn ich mich selber beleidigen tue, ne, ich meine das wirklich nur als Spaß. Ja. Ja. Also, das, ja. Man kann sich ruhig auch mal selber verarschen. Das ist überhaupt kein Problem. Hallo? Falle? Nix Falle. Oh, Ghule. Ah, da lebt noch. Hallo! Vertrockneter wilder Ghul. Einmal nicht schlecht. Eine Mumie. Tschüss, Mumien-Ghul. Ah, da! Nein! Edda! Nein!
Das waren meine Punkte. Es ist erst zu spät aufgestanden. Moin. Achso, die Äther macht das. Kommt das in der Armee? Ja. Du! Äther! Nicht doch! Das sind meine Erfahrungspunkte! Du bist gemein. Ich weiß, sie will mich nur schützen, aber das ist gemein. Hallo? Oh, das nehmen wir gern mit. Ich muss aufhören. Ich muss kurz mal weg. Dann. Weil, ich bin überladen. Äther ist voll wie ein Christbaum. Wir sind alle überladen und ich habe keine Ahnung, wo wir das ganze Kraft jetzt hinbringen sollen. Ja. Aber ich denke mal, wir werden das wieder alles in die Vault stopfen, würde ich sagen. Und ja. Wedeka! Weil die Vault, ja, das wird, denke ich, unser letztes großes Bauprojekt sein. Also wirklich groß. Ich zähle jetzt keine Kleinigkeiten dazu, wie wenn wir jetzt eine Siedlung mal ein bisschen aufbessern müssen, um Feldbündel, aha. Siedlung aufbessern müssen, um ein paar Siedlern das Leben schön zu machen. Das zähle ich da jetzt nicht dazu. Nicht überladen? Na, geht noch. Also, ja. Weil, wie gesagt, das ist ein Let's Play, ne? Man kann das ja unter Anführungszeichen ja sehr weit rausdehnen und verlängern und ja, das will ich euch dann ja auch nicht wirklich antun, weil wie auch immer das Spiel selber mal spielen möchte, vielleicht nicht heute, auch nicht morgen, aber vielleicht so in ein, zwei Monaten oder in einem Jahr oder wann er Bock hat, da möchte ich ja nicht auch, muss ich sagen, alles... Wow! Möchte ich ja nicht ihm den Spielspaß nehmen. Oder ihr. Indem ich da jetzt wirklich alles aufs kleinste Detail da erkunde du und baue du und ich will dich erschießen. Sonja! Oh, Glück gehabt, ich habe Erfahrungspunkte bekommen. Aber die haben einen ganz schönen Blähbauch. Hä? Wenn man den aufsticht, kommt sicher irgendwas Ekliges raus. Jetzt graust es mir wieder. Super! So, was? Da drüben wird geschossen? Ja, sag einmal, warum, Mann? Ich käm schon. Wer ballert denn da herum? Ich wollte mir das nur mal anschauen. Aha, ich höre da einen Supermutanten. Gegen. Wie weit ist denn das? Das ist viel zu weit zum Hatschen. Irgendwie höre ich da was ballern, dann ballert da oben wieder wer. Ich glaube, das ist eh schon spät. Jupp, so ist es wie immer. Ist da oben ein Bär? Hoppala. Tatsächlich. Na, dann lassen wir das. Wegporten mal. Ganz kurz, wir haben hier den Punkt, wo wir hin dürfen. Ich will eigentlich raus hier. Warte, wie ging das denn noch gleich? Hier irgendwo konnte man wieder ins Commonwealth zurück. Ah, da. Hier. Ja, bitte. Genau, das sind die Wölfchens. Ich muss sagen, dieses Design der Hunde gefällt mir besser als diese Alpha-Dingens da. Wie hier sind die schnell? Ja, die Köter halt. So, und jetzt da ab mit uns in die Vault. Wo ist sie denn? Da. Schnell mal das Klumpert reinschmeißen und dann geht's schon wieder weiter. Boah, ey. So. Wir müssen leider Gottes ein bisschen den Ladebildschirm ertragen, aber der ist heute wieder wunderschön, finde ich. Also wirklich, wirklich wunderschön. Auch dieses saftige Grün, ja, vor allem jetzt in der Herbstzeit, wo schon Richtung Winter geht. Wie gesagt, wir hatten auch schon den ersten Schnee. Der zweite folgte sogleich. Zwar nicht bis zu uns bis zu meinem Freund ins Tal runter, aber am Berg oben. Da haben wir es schon
Da haben wir schon geschaufelt, also wirklich Schnee geschaufelt. Das waren schon 10 cm einmal. Und beim zweiten Mal weiß ich gar nicht so genau, denke ich auch so um die 10, kann man sagen. Halt, was machst du denn da? Nicht so. Du sollst das reinschmeißen. Ja, so ist es. So ist es brav. Edda, stopp. Hey, was kann ich für dich tun? Du gibst mir das bitte alles, was du hast. Jetzt sagt sie schon du zu mir statt sie. Ich glaube, wir sind beste Freundinnen. Ja, mhm. Beste Freundinnen. Bitte, wer hätte nicht gern einen Roboter als Freund? Oder Freundin? Da fühlt man sich doch gleich viel sicherer. So, natürlich muss man wie bei allen Freundschaften der Freundschaft auch würdig sein, das ist ja ganz klar. Da steckt ja auch Arbeit dahinter, hört sich jetzt doof an, aber eine Freundschaft pflegen kann unter anderem auch mal eine Arbeit sein. Hört sich wirklich schier an, ich weiß. Ich habe meine dritte Waffe weggeschmissen, ich Vollidiot. Was wäre es denn gewesen? Ich glaube, ist sowas wie das hier, ne? 50er Kaliber. Was haben wir da? Oh. Können wir theoretisch, nehmen wir den mit. Ich schieße eh so gern mit diesem Graffel. Ich hab's echt vergessen, was es war. Ach, ist doch wurscht. Oder? Was du das? Gussgewehr? Na, da haben wir eins. Passt, ist gut. Ich bin noch nicht fertig, was mache ich denn da? Ich habe gerade mal die Waffen rausgeschmissen. Natürlich haben wir hier auch Pilz, war das grad, hieß das gerade Pilzjägerkostüm? Aber die Rüstung gefällt mir gut, Kettenrüstung. Die schaut ja mal cool aus. Ich glaube, die werde ich mocken. Mocken ist gut gesagt. Kann ich das endlich mal weg? Nein. Die werde ich mal für unsere Zwecke dann umgestalten. Also mit Taschen etc. Das würde mir gut gefallen. Ich hoffe, dass es halt so ungefähr dann hinhaut, wie ich es mir gerade vorstelle. Anglerfischfleisch. Aber. Eiskalte Nuka-Cola. Fleisch vom Dingens, Fäule tun wir weg, gebacken, die tun wir weg, den Klingenkorn tun wir weg, den Wurz, die Melone, das Fleisch, jo, was denn noch, Schlingerinnereien, ja, mir ist gerade schlecht, Entschuldigung, da kann man sicher tolle Suppe draus machen, ja. So, irgendwie habe ich trotzdem noch zu viel glumpert. Warum denn das? Da wahrscheinlich. Ich würde sagen, zwei behalten wir, der Rest kommt weg. Und da dasselbe, zwei behalten wir, Rest kommt weg. Das hat eh kein Gewicht, das ist gut. Jo, das passt. Da kommen wir wieder einigermaßen hin, wo wir mal waren. Das Psycho kann ich noch wegtun. So, ich glaube, jetzt sind wir wieder okay. Kann man, glaube ich, so lassen. Immer die falsche Taste, es tut mir leid. So, wir hauen hier wieder ab, selbstverständlich. Wir kehren da oben zurück, und zwar hier. Far Harbor. Nix wie hin. So. Yeah. Die Frau Wold da, die freut sich auch. Gleich mit Daumen hoch. Yeah. So, sehen wir es gleich. Lieber Ladebildschirm. Du kannst das, du schaffst das. Ja, machen, tun. Jupp. Yeah. Super. Und wir porten uns selbstverständlich gleich weiter. Weil da drüben... Warte, ist da was questmäßig gewesen? Oder warum? Sprich mit dem alten Longfellow. Jo. Ober? Na, das war nur so zum Erkunden, ne?
Warte mal, wo, was, wie? Ein Leben am Abgrund. Optional hilft der Seefahrerin? Ja. Hilft den Bewohnern von Far Harbor. Ja, bevor wir das machen, also den letzten Punkt machen wir noch das optionale Geschichtel. Ein Spaziergang im Park, sprich mit dem alten Longfellow. Okay, das können wir auch machen, gut. Kindergrippe. Kehre zu Jesse Dalton zurück. Ja. Dann beschaffe das Werkzeug. So ist das, genau. Ein Leben am Abgrund. Na, das passt dann schon hier so. Dann müssen wir noch mit diesem alten Longfellow, oder wie der hieß, ne? Mit dem quatschen. Aha, okay. Ich hatte Sorge, dass das eventuell die Optionen dort ja, vernichten könnte, aber das ist eine andere Quest. Somit brauche ich mir da keine Sorgen zu machen. Von der Ferne schaut er fast aus wie Geralt von Riva, oder? Was? Klappe zu, Ohren auf! Der Nebel kommt uns alle holen. Und wie könnten wir ihn besser begrüßen, als mit noch einer Runde aufs Haus. Zeit zum Fahrrad. Trinken wir auf Mitch. Mitch! Das ist wieder so ein so typisch, ne? Barkeeper-Name. Mitch. Yeah. Ich bin so cool. Ich bin der Mitch. Jawohl. Und natürlich... Debbie. Dann bestell bei Mitch oder mir. Jawohl, gnädigste. Aber wir möchten gerne mit dem Geralt von Riva hier sprechen. Okay, der schaut doch etwas älter aus. Oh, nicht erschießen. Servus. Avery meinte, du kannst mich nach Arcadia bringen. Hab gehört, es gab einen Kampf. Machst du dir die Hände schmutzig? Ich führe keine Leute mehr in den Nebel und in den Tod. Der letzte konnte nicht mithalten. Keine 5 Minuten. Toll. Und wo geht's dann hin? Nach Arcadia? Beziehungsweise jeder hat seinen Preis. Suche Ausreißer. Ich bin hart genug. Arcadia, Freizeit. Kannst du mir mehr über Arcadia erzählen? Dort sind seltsame Leute. Sie nennen sich Synths. Sie wollen dort eigentlich nur in Ruhe gelassen werden. In Frieden leben. Sie haben Gutes für uns Inselbewohner getan. Oh. Besonders die Nebelkondensatoren. Ohne die würde es selbst Far Harbor nicht mehr geben. Okay, Nebelkondensatoren. Ja, sonst ist alles gleich. Ja, was ist ein Nebelkondensator? Die Kondensatoren sind komplizierte Technik. Ja. Sie halten den Nebel fern. Ah. Angetrieben vom Windpark, den die Synths betreiben. Uns Inselbewohnern gefällt nicht, ihnen gegenüber verpflichtet zu sein. Aber es geht nicht anders. Ja, wenn sie doch nett und sag ich mal, unschädlich sind, dann geht's doch, oder? Jeder hat seinen Preis. Ich bin hart genug. Na, suche Ausreißer. Ein Paar macht sich Sorgen um seine ausgerissene Tochter. Sie ging nach Arcadia und ich muss sie finden. Wenn jemand nach Arcadia unterwegs ist, steckt immer eine Geschichte dahinter. Lohnt sich für deine der Tod, ne? Kasumi, kennst du sie? Besteche ihn. Schon viel mehr für viel weniger getan. Nur einem echten Mistkerl ist sowas egal. Na, das untere, das gelbe. Ich habe schon viel mehr für viel weniger getan. Mit Worten bist du geschickt, was? Ich kann dich nach Arcadia bringen. Aber du musst auf mich hören. Dahin gehen, wohin ich sage. Wenn ich es sage. Wird trotzdem nicht einfach. Pack Grundbedarf wie Radex und so weiter ein. Dann kann die tatsächliche Arbeit anfangen. Alles klar. Irgendwie vorbereitet, Freizeit. Brauche etwas Zeit, dann los. Kommandier mich nicht rum. Ich brauche dann etwas Zeit. Ich muss noch ein paar Sachen erledigen. Dann erledige das noch. Los, ab mit dir. Ich mag den Kerl. Katze? Katze, wo ist eine Katze? Katze, Katze, Katze? Katze? Wo ist Katze? Keine Katze. Da, Katze. Ja, hallo. Na, du Stubentiger. Dass die Katzen nicht mutiert sind, ne? Ich hätte mir da vorstellen können, dass da so ein halbes, weiß ich nicht, so ein halbes Kalb da vor einem steht, ne? Mutiert mit Säbelzähnen und so weiter, ne? Was bist denn du? Meierlörkuchen. Ich vermisse mein Schnitzel. Baniert. Oder Naturschnitzel. Oder Champignonschnitzel. Oder Pizza, Spaghetti. Nicht mal Nudeln gibt es hier. Ja, was ist denn das?
Was ist denn das? Wird der gerade gekocht? Das finde ich gerade übel. Ich glaube, der Meyerlock wird gerade gekocht. Mein Zuhause verloren, als der Nebel kam. Es tut mir der Meyerlock leid. Essen vorne, dort hinten. Der Köderladen. Beschützt eure Liebsten mit den besten Waffen bei. Willkommen im Köderladen. Wenn du Krimskrams brauchst, bin ich dein Mann. Ja, danke. Ich bin gerade nur schockiert, sonst geht's mir gut. Naja, doch, dann müssen wir doch dahin. Wegen, beschaffe die Werkzeuge. Ah, wohl, passt schon. Dann habe ich mich jetzt gerade wieder sauber vertan. Dann gehen wir halt wieder, oder porten uns wieder zurück und schauen uns mal das Ganze an, ne? Meine Güte, wie du gerade der Meyerlock leid. Ich mag sowas nicht. Ich weiß, man soll alles probieren. Das Einzige, was ich bisher von einem Hummer oder sowas ähnlichem gekostet habe, waren diese, wie heißen die, Hummer-Chips? Ich wollte mal schauen, wie die schmecken. Die irgendwie erinnern sie einen an diese Bombeeren von der Konsistenz irgendwie. Jetzt mal blöd verglichen. Diese, sag ich mal, Kartoffelchips mit den, die ausschauen wie Beeren. Ja, Bombeeren heißen die, glaube ich, ne? Falls es die noch gibt, ich habe keine Ahnung. Ich habe schon ewig keine mehr gegessen. Aber, ja. Keine Ahnung. Okay, da geht's rein. Ja. Was soll ich sagen? Bist du tot? So viel zu tot. Aber gleich bist du. Ist erwischt. Boah, jetzt habe ich nur Glück gehabt, dass die Äther nicht so schnell war. Wenn Sie Ersatzteile finden, lassen Sie es mich bitte wissen. Ja, machen wir. Können wir gerne machen. Ah. Bring. Jawohl, der gehört uns. Das ist schön. Noch jemand? Oder habt ihr schon genug? Na, ist gut. Mal Glück gehabt. Wir haben die Erfahrungspunkte mitnehmen dürfen. Und ich muss mal was essen, sehe ich gerade. So. Das hört sich auch an, als wenn ich gerade Chips esse. Da geh auch mal rein, ne? Und looken uns um. Optimalerweise schaffen wir den Dungeon noch, bevor der Part zu Ende ist. Wenn es sich hierbei nicht um einen großen handelt. Looken wir mal. Das hört sich gerade an, als wenn irgendjemand an der Tür gedreht hätte. Ein nebeliger Ghoul. Oh, bleib sitzen, ist gescheiter. Zahlt sich echt nicht aus, wenn du aufstehst. Ah, da ist noch einer. Ein Vertrockneter. Ein Mumien-Ghoul. Wie er immer lacht, ne, wenn er abliefert. Vielleicht kitzelt ihm ja die Kugel, ne? Oder der Angriff. Das könnte ja auch möglich sein, ne? So. Wir nehmen, falls es hier wieder Raider und sowas gibt, ne? Nehmen wir wieder nur Waffen mit und so weiter. Weil, also alles nur keine Rüstungen, wegen Überladen verhindern und weil wir die Rüstung nicht gut verwerten können. Sollte das später mal anders werden, scheiß der Hund drauf, wir haben mehr als genug Schrott. Das ist echt nicht Muss. Was haben wir da unten? Hast du was gefunden? Ja, der ist mal entsorgt worden, ne? Tatsächlich. Tschüss! Ein Besen. Und das war sie schon wieder. Halt. Na, Eta! Ist so, aber nur wilder Ghoul. Okay. Ist okay. Da. Ein vertrocknet. Na, verwesen. Verwesen und deutlich. Das ist natürlich ein Traumkombi, ne? Boom! Yeah! Gerbereischlüssel, aha. Das dürfte mal der Chef hier gewesen sein, oder zumindest
ein Aufseher ist blöd gesagt, ein Manager oder weiß ich nicht, eben so ein Typ, der dafür zuständig ist, so. Ja, wir haben die Werkzeuge, wir nehmen auch diese Fellbündel mit, ich habe keine Ahnung, was man daraus machen kann, wahrscheinlich Leder oder sowas, wird das, ja, genutzt werden, nehme ich mal stark an, Fell und so, ne? Aber vielleicht ist es ja auch für die Dorfbewohner hier nützlich. Vielleicht kann man es ja dann für gutes Geld oder so verkaufen. Keine Ahnung, ich nehme es einfach mal mit. Wir würden es schon erleben. Hallo? Die Insel. Aha. Ich mach mal auf. Achso, das war schon offen. Hoppala, Entschuldigung. Entschuldigung, ich dachte, das ist zum Aufsperren noch. Ich gehe nochmal rein und schaue mich nochmal ein bisschen um. Ja, der Dungeon wäre schon soweit, ne? Das war jetzt eine zweiminütige, dreiminütige Geschichte. Licht. Alter. Macheten, Mike. Servus. Warte. Ich jag die Ghule seit Wochen und warte auf eine Gelegenheit. Dann kommst du und mir nichts, dir nichts, ist die ganze Meute einfach tot. Weißt du überhaupt, was das ist? Ein Premiumsatz Pelmenwerkzeuge. Ja. Pelmens Werkzeuge? Werkzeuge nützlich. Ich erinnere mich an Pelmen. Mir egal. Was? Was ist denn so toll an diesen Werkzeugen? Pelmens pumpt mehr Drehmoment raus als eine Todeskralle auf Psycho. Und bevor Pauli weglief, hat er die Werkzeuge immer geputzt. Die gibt's hier kein zweites Mal. Werkzeuge nützlich. Ich erinnere mich an Pelmen. Mir egal. Pelmen erinnern? Echt? Wer war das? Ich kann mich noch an die Pelmen-Werbung erinnern. Ah. Teures Zeug, aber echt gut. Was zum Teufel ist ein Werbespot? Ach, ist auch egal. Die Seefahrerin schickt dich, oder? Ja. Dieser verdammte Mitch und sein Plappermaul. Was sie auch anbietet, das ist nichts. Ernsthafte Bastler würden ihre Oma dafür verkaufen. Ich zahl dir 2000 Kronkorken hier und jetzt. Abgemacht? Tut mir leid. Sollen wir gamblen? Werkzeuge in so einem Zustand, die sind einzigartig. Vielleicht sollte ich sie irgendwo versteigern. 2750. Sag ja, bevor ich es mir anders überlege. Wozu brauchst du die Werkzeuge überhaupt? Warum brauchst du das Werkzeug so dringend? Ich hab so meine Projekte. Mehr musst du bei den Kronkorken, die ich zahle, nicht wissen. Es tut mir sehr leid, aber die sind für die Seefahrerin. Bei dem Angebot muss ich passen. Ich bleib hier nicht ewig. Wenn du das ausschlägst, bereust du es. Das ist jetzt aber gerade nicht sehr freundlich gewesen. Also nicht von unserer Seite, sondern von dem Kerl da. Ist mir aber gerade ehrlich gesagt wurscht, weil wir haben es ihr versprochen und sie kriegt das auch. Ich will dann noch einmal zurück rein und nochmal durchschauen. Ist wahrscheinlich eher Blödsinn, aber gab es jetzt noch einen... Gab es da noch einen Gang? Ich weiß es gerade nicht. Ja, das ist sowieso immer der Fall. vor allem du, arme Haut. Du musst sowieso immer schleppen. Zum Glück bist du ein Roboter. Ich wollte nämlich nur mal schauen. Ach so, das ist wieder ein anderer Ausgang, ne? Oh, hallo! Hallo, hallo! Gehört sich das? Nein! Siehst du, das hast du jetzt davon. Das macht man nicht. Nanu, wo ist denn der andere verstorben? Ah, da. Wieder so ein vertrockneter. Schau. Eine Kampflinte. Ohaha. Ja, das ist gut, dass ich nochmal zurückgegangen bin. Dass wir nochmal zurückgegangen sind, war gut. Das ist, ja, das spielen wir auch noch. Warum? Aber ich kriege keine... Hä? Bin jetzt schon so gut im Schlösserknacken, dass ich da gar nicht mehr Schlösserknacken brauche? Was läuft denn da gerade schief? Mehr Erfahrungspunkte auch keine mehr oder spinne ich jetzt einfach nur? Das könnte auch sein. Vielleicht spinne ich. Das könnte durchaus möglich sein, dass ich einfach verrückt werde. Ja. Und mir Sachen einfach einbilde. Naja, das kann schon mal passieren. Das kommt in den besten Familien vor. Ja, okay, das sind wir halt bei dem anderen
sind wir beim Eingang, ne? Ist ja wurscht, dann gehen wir halt wieder. Wir porten uns wieder zurück, geben der Seefahrerin ihre Werkzeuge, geben alles ab, was wir haben und gehen dann mit dem Long-Dingens-Typen da die Insel erkunden, würde ich sagen. Also, nix wie zurück. So. Nach Far Harbor. Sehr fein. Yo. Jo. Der attraktive Ladebildschirm wieder. Ohne den können wir einfach nicht. So, ja. Na, das ging aber mal schnell mit der Gerberei, muss ich echt sagen. Erstaunlich schnell. Sehr schön, das sind wir schon. Dinger machen so ein komisches Geräusch. Wen haben wir denn da? Warst du in der Gerberei? Hast du deine Werkzeuge gefunden? Oh yeah. Gerberei? Was? Bis bald. Nein, hier sind deine Werkzeuge. Hier sind deine Werkzeuge. Wirklich toll, dich getroffen zu haben. Hier ist deine Belohnung. Wohlverdient. Und jetzt wird am Rumpf gearbeitet. Na dann, viel Spaß. Und der nächste. Auf meine Waffen. Der Köhlerladen hat alles, was du brauchst. Das ist aber sehr nett. Aber momentan geht es uns noch gut. Wir haben auch noch Munition für dieses Schmückelchen von Waffe hier. Also geht. Ah, da ist er. Diese blöden Ghule sind verdammt schnell. Armer Piki. Ganz auf die harte Tour erfahren. Aber stell dir vor. Ich habe die wilden Ghule vom Campingplatz ausradiert. Unsere Geschichte endet mit der heldenhaften Rückkehr der Hauptfigur. Damit hat die Insel bestimmt nicht gerechnet. Du hast dir für deine Mühen einen Lohn verdient. Hier sind 200 Kronkorn. Dankeschön. Mehr Geld verlangen? Sollen wir das echt? Was jetzt? Froh, dass ich helfen konnte. Moa, das ist schon gemein. Ich glaube, ich verdiene mehr als das. Ich denke, ich kann noch etwas drauflegen. Hier sind nochmal 100 Kronkorken. Boah, danke. Ich habe darüber nachgedacht, wie es weitergehen soll. Nun, wir alle lieben doch unsere Großeltern, oder? Nett und lieb. Sie verwöhnen einen gern. Niemand würde ihnen je etwas Schlechtes wünschen. Jo. Deshalb hat es mir auch das Herz gebrochen, als ich Opa George verloren habe. Oh mein. Was ist mit ihm passiert? Wir alle haben jemanden verloren. Mein Beileid. So ist das Leben. Boah, es ist so. Na, wir fragen schon blöd was weiter. Was ist mit ihm passiert? Er hatte eine Farm ein Stück nördlich von hier. Hat in Frieden gelebt, das Land bewirtschaftet und keinen Ärger gemacht. Die Insel hat ihm was geschickt. Ein riesiges, gefährliches Monster, das mit seinen Klauen Stahlträger durchbrechen kann. Einen Nebelkriecher. Opa blieb tapfer und standhaft, die Schrotflinte in der Hand. Er hielt das Monster auf, während seine Helfer hierher flüchteten. Wenn du diesen gepanzerten Teufel ausschalten kannst, zeig das allen, dass die Daltons es nie vergessen, wenn ihnen Unrecht angetan wurde. Na dann, wo ist diese Farm? Ich habe meine Grenzen. Dieser Nebelkriecher wird zahlen. Alles Unsinn. Na, wo ist die Farm? Wo finde ich diese Farm? Folge der Küste nach Norden. Toll. Das war eine tolle Beschreibung, ja. Und dann, wir werden es dem Viech heimzahlen. Dieser Nebelkriecher wird zahlen. Für Opa George. Das höre ich gern. Ah, schön. So, und wo dürfen wir da jetzt hin? Das ist sicher, habe ich das schon erkunden, tut. Nicht ganz, aber immerhin, seht ihr, kann man schon mal hier hinporten, dann haben wir nur ein kleines Stückchen zu laufen. Das ist ja mal nicht schlecht. Kamen vielleicht von dort die Schüsse, die wir gehört haben? Das könnte sein. Wir werden es erfahren. Wir werden es gleich erleben und gleich sehen. Das vielleicht geht sich sogar noch aus in dem Part. Das wäre mehr als super. Dann haben wir schon zwei Quests, drei eigentlich abgeschlossen. Drei, zwei, drei, 25, irgend sowas rum. So. Dann da lang, ne? Stimmt die Richtung? So. Na, natürlich nicht. Da lang. Warte, ich muss mal die Markierung hier ausmachen. Nein, Markierung platzieren. Ja, dann machen wir es halt da oben, oder? Ja, so geht's. Also,
Da lang. Lauf, Alex, lauf! gib voll Gas. Ruck. Aha, Loch. Loch, nix gesund. Neu. Gibt es hier was zu mitnehmen für uns? Ja, eine Asta. In die Nebel. Die Edda kommt schon hinterher. Meine süße Ausreißer, genau. Herausreißerin. Da. Also wenn man in der Klemme steckt, ne? Klamme, genau. Wenn man in der Klemme steckt, gibt es meistens jemanden, der einem aus der Klemme befreit. Das ist dann der Herausreißer. Jawohl. Was? Du hast irgendwas gesagt, ich hätte mich gerade nicht gehört, weil du so weit weg bist. Was bist du denn? Ja, der Nebelkriecher, ne? Dann auf die Haxen. Hallo? Ja? Edda? 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 Mach mal, bitte. Edda? Brave Edda. Wer ist eine brave Edda? Jetzt. Boom. Saubere Arbeit. Na, du grausiges Viech. Was sollst du eigentlich darstellen? Was könnte das für ein Viech sein? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht eine Garnele. Tja, ich weiß es nicht. Echt jetzt? War's das? Ist das Viech jetzt weg? Der hat sogar ein Laster gehabt, ne? Kann ich hier rein? Da zumindest. Aber wenn du denkst, obwohl die Wände, ne, aus Holz sind, eigentlich halten sie ganz schön was aus. Muss man echt sagen, ne? Wenn du denkst, bei uns sind sie aus massiven Ziegelsteinen. Da wäre es echt cool, ne, wenn du bei Fallout auch andere Länder besuchen könntest. Also wirklich nicht nur die Inseln, also nicht nur Amerika, sondern zum Beispiel Europa. Ne? Wenn du darüber kommst irgendwie. Und dann siehst du die Bauweisen, wie es wir damals hatten. Da würden sicher noch das ein oder andere Haus ziemlich, vielleicht bis aufs Dach, schadlos das Ganze überstanden haben, denke ich mal. Ne? Wenn da so eine nukleare Geschichte mal ausbricht, genau, stattfindet. Halt, da war was. Mutierter Fahrer. Der hat einen fahren lassen. Das ist schon. Was? Ja, ich glaube, wir sind hier fertig. Wir können wieder abhauen. Das wird genau passen. So, wieder hierher zurück. Bericht erstatten. Dann war es das genau für das Partende für heute. Was bist denn du? Achso, das war dieser Lampenfisch, ne? Ich muss das Mikro anders tun. Warte mal kurz. So, ich hoffe, dass das so mit der Stimme auch noch passt. Weil ich stoße da ständig am Kabel an. Und das zifft mich an. Wirklich wahr. So. Ich werde es dann eh beim Schneiden merken, ob das jetzt so schlau war. So. Vielleicht ist es dann, vielleicht tue ich auch nicht so viel machen. Oh, welch schönes Arschloch der hat, ne? Was? Ich habe nichts gesagt. Na, noch habe ich keine Sorgen. Alles gut. Armer alter Opa George. Nebelkriecher zerfetzt. Ja. Kein bisschen Anstand. Wenn du möchtest, kannst du das Fleisch haben. Der Nebelkriecher ist tot. Wunderbar. Damit ist ein weiteres Kapitel abgeschlossen. Du bist wirklich der heldenhafte Rächer, den ich mir erhofft hatte. Jetzt, okay. Wo der Nebelkriecher weg ist, können wir Leute hochschicken, die alles in Ordnung bringen. Genau. Die Farm gehört dir. Dein eigenes Stück der Insel. Es dauert, alles wieder ans Laufen zu kriegen, aber wir werden dir helfen. Und hier sind nochmal 200 Kronkorken. Als Dank für das, was du für die Familie Dalton getan hast. Moin, danke. Noch immer Geld verlangen? Boah, ich fühle mich so schlecht. Ein heroischer Rächer verdient doch wohl mehr als 200 Kronkorken. Das ist in Ordnung.
Hier sind nochmal 100 Kronkorken. Ich muss dir sicher nicht erklären, dass der Zusammenhalt von Blut und Familie stärker ist als fast alles andere. Aber wenn du mich fragst, ist nichts stärker als die Bindung einer Ehe. Deshalb fällt es mir auch am schwersten, den letzten Teil der Geschichte zu erzählen. Oh. Was ist passiert? Das nächste Kapitel. Ich weiß, wie du dich fühlst. Oh ja, das stimmt. Wir haben auch unseren Mann verloren. Aber das machen wir erst im nächsten Part. Entschuldige mal kurz. Ja, machen wir das im nächsten Part. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!